Über 50% der Deutschen wohnen heutzutage zur Miete. Der Anteil an Mietwohnungen und Leute, die drin wohnen, ist in Deutschland so hoch wie nirgendwo anders in Europa. Gleichzeitig geht in Deutschland die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Zur Miete wohnen ist deutlich günstiger, als beispielsweise selbst Eigentum zu erwerben, was zu einem vollkommen enthemmten Markt geführt hat. Wohnraum ist so rar wie nie und auch so teuer wie nie. Nicht nur in den Großstädten, wie man es von früher kennt, sondern auch im ländlichen Raum ziehen die Mietpreise immer weiter an. Wohnen als Menschenrecht in Deutschland ist mittlerweile leider kein Menschenrecht mehr. Wohnen können nur noch diejenigen, zumindest in guten Lagen oder in Lagen, die nah am Arbeitsplatz sind, die es sich auch leisten können. Gerade ärmere Menschen oder Menschen mit größeren Familien bleiben so auf der Strecke. Daher möchte die Linke nicht nur wieder einen Mietendeckel, der auch den Namen verdient hat, einführen, sondern auch die großen Konzerne, die gerade heftig Rendite mit der Miete machen, auch bitte zur Kasse bieten. Wir möchten die im Grundgesetz verankerte soziale Verantwortung derjenigen, die Eigentum besetzen, auch in die Tat umgesetzt sehen. Wir wollen daher, dass Eigentum verpflichtet, Wohnen wieder Menschenrecht wird und man sich Wohnen auch in größeren Lagen, vor allem in Großstädten, wieder leisten kann. Es kann nicht sein, dass immer mehr Menschen auf der Strecke bleiben, weil sie sich die Miete nicht leisten können.